Die Karren will kein neues Auto haben. Können ja andere gerne fahren, mir ist egal, was andere machen. Doch ich steh halt auf Oldschool, deshalb fahr ich Klassiker. Ich liebe alte Autos, egal was andere sagen. Die Formen und die Farben, das sind Kunstwerke, die fahren. Ich werde nie verstehen, wie man das nicht sehen kann. Ist ja auch egal, jedem sein Ding. Doch weil ich alte Autos fahr, werd ich heute schon beschimpft. Mein Oldtimer macht vielleicht mehr Dreckpartikel, doch dein E-Auto ist nur ein Wegwerfartikel. Nicht gerade nachhaltig, was ihr da so macht, wenn ihr jedes Jahr ein neues Plastikauto fahrt. Moin zusammen. Ja, heute beschäftigen wir uns mal mit dem Ventildeckel. Der sieht wirklich echt verboten aus. So sah der aber auch schon aus, als wir den Wagen gekriegt haben. Also von daher, ich war es nicht. Gut, noch mal wieder eine Klemme, die keiner mag. Quetschklemme. So, hat sich ausgequetscht. Kann die Dinger nicht leiden. So, das war Nummer 1. So, mehr Anschlüsse sind da nicht dran. Wie gesagt, deshalb mag ich alte Autos. Das ist einfach. Das ist echte Kunst. So, hier oben haben wir Zähne. Diese Deckel haben Dichtung. Und hier drunter ist eine Ventildeckeldichtung. Die kommt natürlich neu. Ich meine, ist absolut dicht, das Ding, aber man kann durchaus mal, ach, da ist schon mal neu gekommen. Ne? Die sehen sehr gut aus. Normalerweise sind die komplett platt gequetscht. Ja, ist auch kein Vorwurf an irgendwelche Vorbesitzer oder so. Offensichtlich ist der Wagen relativ gut gepflegt worden. Dass man das mit der Batterie nicht gesehen hat, beziehungsweise komisch repariert hat, na gut, geschenkt. Aber ne, technisch scheint der Wagen echt gut gepflegt zu sein. Warum auch nicht, ne? So ein Auto muss ja nicht sofort sterben. Ja, sieht gut aus. Bei der Gelegenheit, oh ja. Hier kann man es wieder ganz gut sehen. Ne? Regelmäßige Ölwechsel, Leute. Und gutes Öl. Ne? Das hier ist nicht Kilometerlaufleistung. Das ist Öl. Ne? Also von der Ursache her gesehen. Das bedeutet, den reinigen wir. Aber erstmal gucken wir uns die Nockenwelle an. Bei der Gelegenheit. Traumhafter Zustand. Nichts eingelaufen, gar nichts. Aber so wie ich den Zustand hier vom Öl sehe, ne, man sieht es hier zwischendrin, kriegt er auf jeden Fall eine Ölspülung. Definitiv. Ja. Ist also keine Minute zu früh, dass wir da dran gegangen sind. So, hier sieht man sie ganz. Gut. Was wir auf jeden Fall wissen wollen, kommt hier oben Öl an. Ja, daran sterben die oft, dass die Ölkanäle nach oben, ihr erinnert euch an den Caddy, ne, mit der gebrochenen Nockenwelle. Ja, ist praktisch, dieses Lager hat gefressen und dann ist sie abgebrochen. Wir wollen also wissen, wird die mit Öl versorgt? Ne? Wäre total schön, wenn das so ist. Dafür nehmen wir den Stecker von der Zimtspule runter, und zwar nicht den Stecker, ne, Hochvoltstecker, sondern den Steuerstecker, ne? Und drehen den Motor. Aber ohne Strom wird das nichts. Booster. Und da war der Strom weg.
Aber wir haben gesehen, es kommt definitiv Öl an. Ich drücke da nochmal drauf. Ja, ist alles mit Öl benetzt. Das eine mehr, das andere weniger. Aber wie gesagt, wir müssen hier mal eine Ölspülung durchjagen. Dann wird sich das auch verbessern. Hier sieht man, das ist gleich ein Ölfilm drauf. Hier auch. Hier auch. Hier. Ja. So, Ölversorgung scheint einigermaßen zu stimmen. Ja, gut. Bedeutet, da kommt definitiv einmal eine Spülung rein, dass da... Gerade dieses Zeug setzt die Ölbohrung zu. Ne? Das, genau an der Stelle, ne, sollte das Zeug ganz gut wirken. Ja. Das packen wir auch rein, bevor wir eine neue Ventildeckeldichtung reinmachen. Das kippe ich jetzt schon da rein. Ne? Das, was wir immer nehmen. Ne? Wie und ob es gewirkt hat, werden wir sehen. Ne? Gut, wollen wir uns mal zum Ventildeckel begeben. So, da haben wir den Ventildeckel auf der Werkbank. Wir sehen überall schon ein bisschen Gammel und Rost. Und den Deckel nehmen wir runter. Dichtfläche etc. machen wir auch sauber. So. Jetzt möchten wir natürlich nicht, dass dieser Ventildeckel die ganze Zeit in der Gegend rumrennt, während wir den reinigen. Jetzt gucken wir mal nach Schraube, die da reinpasst. Jetzt schon ein bisschen jetzt hier hingelegt, aber ja, das sieht gut aus. So. Jetzt kann er nur noch begrenzt abhauen. Sollte erstmal reichen. Ja, nicht da festschrauben, sondern einfach nur reinigen. So, Bohrmaschine. So, der Kollege geht jetzt in die Waschmaschine. So wollen wir den nicht nochmal sehen, ne? Sehr schlecht. So, ich melde mich gleich wieder, wenn wir fertig sind. So, da sind wir wieder frisch gereinigt. Den Öldeckel gleich mitgemacht. Ja, hier sieht es auch wieder einigermaßen gut drin aus. Luft. Ja.
Ja, selbst mit den schärfsten Reinigern. Ja, immer noch ein Problem gehabt, das Zeug da rauszukriegen. Jetzt ist es frei. Teilweise ist echt die Beschichtung mit abgegangen. Also von daher, es lohnt sich, da mal einen Blick drauf zu werfen. Vor allen Dingen, wenn man sich ein Auto kauft. Ne? Wie gesagt, selbst wenn der Vorbesitzer es gut gemeint hat und hat das Auto immer in die Werkstatt gegeben, das heißt nichts. Ne? Kann auch nichts passiert sein, obwohl er bezahlt hat. Siehe Mercedes, ne? Der Silberne. Vor den Lackieren noch mal entfetten. Noch mal alles aus den Winkeln rauspusten. Die Lichtflecke des Öldeckels braucht echt keine Farbe. Der trocknet jetzt bis morgen ganz in Ruhe durch. Ist auch sehr sinnvoll, ohne Hitze, ohne großartigen Firlefanz, ohne Trocknungshilfen, das abtrocknen zu lassen. Dann kann sich der Lack richtig schön setzen, reinziehen und machen und tun. Gut, bis morgen. Ja, moin, der nächste Tag. Ja, das sieht wieder gut aus. Schickes Ding. Einmal vom Klebeband befreien und dann wieder einbauen. So, wollen wir mal gucken, dass wir den wieder drauf kriegen. Ja, das sieht doch dreimal besser aus als vorher. Jetzt sehen die doof aus. Ist ja blöd. Okay. Na egal, muss ich später mal machen.
Okay, bis auf die Verschraubung. Sieht gut aus. So, der kommt wieder drauf. Später nochmal eine andere Schelle da drauf machen. Aber der Deckel macht doch schon mal ordentlich was her. Der Motorraum muss sowieso komplett noch aufgearbeitet werden, aber das war mir jetzt persönlich, ging mir das auf die Nerven, dieser verrostete Ventildeckel. So muss das nicht aussehen. Gut. Was wir in den Luftfilterkasten finden, dann machen wir gleich weiter. So. Überraschung, ich kann zaubern. Ja, Luftfilterkasten. Neuer Luftfilter. Lappen. Mal durchgehen. Da steckt sich immer irgendwas. Kugelläuseentlüftung anschließen. So, auch schön. Unterdruck, da war was. Stimmt. So, dann wollen wir mal den ganzen Kram abschließen. Ich habe hier dann auch noch die Verbindungsstücke neu gemacht. Das sah dann doch ein bisschen eigenartig aus. Gut, wollen wir mal gucken. Den haben wir auch lackiert. So, ach, da ist noch eine. Und da ist noch eine. Wie viele Klammern haben die denn da drauf gebaut? Mehr Klammern als alles andere. Nicht schlecht. Ja. Sieht der Motor schon mal ein bisschen gepflegter aus. Ist ja jetzt kein Defekt gewesen, ne? Ja, der einzige Defekt, den wir hier haben, ist der bescheidene Innenzustand bezüglich des Öls. Neulich kam auch einer, ein Nachbar, er wollte einen Ölwechsel haben und kam mit so Restpostenöl an. Das kippe ich da nicht rein. Nee. Man kann schon günstiges Öl nehmen, aber dann bitte doch von vernünftigen Zulieferern. Ne? Das ist... dieser Schlamm, der da oben im Ventildeckel war, ja, ist ein Ergebnis von schlechtem Öl. Ganz einfach. Ich unterstelle gar nicht, dass das Öl hier nie gewechselt wurde, aber es ist einfach schlechtes Öl gewesen. Ach so, ja, die Schläuche hier müsste ich auch schon da haben. Kommt gleich wieder. Ja, das gibt es als Meterware. Nur passend abschneiden. Hier unten hin, also ungefähr bis da abschneiden. Wäre wohl effektiver, wenn man das Ganze sägt.
Und schön. Ja, den Anschluss hier dran müssen wir noch fertig machen. Das geht hier unten irgendwo, zieht er seine Luft, irgendwo da. Kriegen wir aber auch noch hin, ist es aber nicht schlimm. Gut, dann hole ich jetzt mal den Booster, dann wollen wir mal gucken, wie er jetzt läuft. Mit allen dichten Anschlüssen. So, Booster dran. Alles raus, ja? Ja. Ich sollte den Stecker vielleicht mal wieder drauf machen, wa? Ja, die Drehzahlschwankungen sind offensichtlich auch weg. Klingt gut, qualmt nicht. Aber die Ölspülung wird jetzt erstmal ein bisschen drin bleiben. Wie gesagt, wir haben den Schlamm gesehen im Ventildeckel. Das darf gerne beim nächsten Ölwechsel mit raus. Muss mal gucken, ob die Ölfilter gleich sind zu den neueren Motoren. Ansonsten besorge ich noch einen. Und 15 W40 diesmal. Ich habe nachgeguckt, 15 W40 ist für den angeblich optimal. Also von daher sagt VW. Dann wollen wir das auch reintun. Hört sich sehr gut an. Aber als nächstes machen wir die Roststelle da oben, wo die Batterie gerade am Versinken ist, da oben in der Ecke. Da. Aber er klingt schon mal wieder richtig gut. Wie gesagt, die Ölspülung wird er jetzt ein paar Tage durchlaufen, werde ihn jeden Tag einmal warm laufen lassen. Werde am Peilstab ja sehen, wie schwarz das Zeug wird. Notfalls nochmal einen zweiten Ölwechsel hinterher. Also diese Ölkohle muss da auf jeden Fall raus. Das Problem an der Ölkohle ist, die Kurbelwelle ist hohlgebohrt, ne? Da sind Ölkanäle drin. Und diese Backen, diese, ne, wo die Pleuel praktisch dran sitzen, die sind auch hohl. So, und durch die Zentrifugalkraft hast du den Ölschlamm in diesen Backen drin sitzen. Das dauert ein bisschen, bis du den mit Spülung rausgekriegt hast. Ne? Aber genau diese Ablagerungen in diesen Backen sind die, die hinter die Ölkanäle zusetzen. Der Motor hört sich topgesund an. Ne? Deswegen lieber jetzt, als wenn irgendwas klappert. Wenn es klappert, ist eh zu spät. Dann kannst du den ganzen Motor auseinandernehmen und alles schön reinigen und so weiter und so weiter. Und das wollen wir nicht so weit kommen lassen. Der hat jetzt gelaufen. ...95.000 Kilometer. Also, ne? Die nehme ich ihm auch ganz problemlos ab. Ernsthaft gesagt. Gut, dann würde ich sagen, ich verabschiede mich, wünsche euch einen sanften Start in die Woche und sag mal bis zum nächsten Video.